Das sind die 10 jungen Leute, die 2015 Erzi-Star werden wollen. Nach einer Probe am Nachmittag ging es am Abend für die 10 Finalisten der Casting-Aktion zum ersten Mal auf die große Bühne. In der Kreisstadt hatten die Gesangstalente bei der Annaberger Modenacht ihre ersten beiden Shows zu absolvieren. Unter der Überschrift Shopping, Lifestyle und Trends präsentierten zur Modenacht innerstädtische Geschäfte auch in diesem Jahr wieder Aktionen, Trends und zahlreiche Sonderangebote. Jede Menge Shows auf Bühnen und Laufstegen an der Wolkensteiner Straße, der Buchholzer Straße sowie auf dem Markt entführten die vielen Besucher in die Welt der angesagten Mode. Darüber hinaus wurden die Gäste gut unterhalten, heuer auch wieder von einer Erzi-Star-Gruppe. Für die 10 Finalisten gab es auch schon die ersten Sterne der Jury um Mirko Süß. Am meisten überzeugen konnten Michael Martin Trautze aus Schneeberg und Andi Heinrich aus Hohndorf, die für ihre Live-Vorstellungen je 5 Sterne bekamen. Sowie Max Gebhardt aus Annaberg-Buchholz, dessen Auftritte mit 4 Sternen dekoriert wurden. Aber auch für die anderen Teilnehmer ist noch alles drin. ErzTV wird das Projekt in den nächsten Wochen weiterverfolgen und alle 10 Finalisten zu Wort kommen lassen.